Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, in der letzten Folge bin ich ja quasi hier ausgekommen bei dem guten Arctoin oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Der hat jetzt eine Quest, beziehungsweise ich wollte eigentlich vorbeilaufen, aber ich bin dann zu ihm gelaufen und habe ihn zufällig gefunden. Der hat eine Quest namens Schöner Wohnen in Limsa Luminsa. Und das mit den Freibriefen werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, denke ich mal. Ich werde jetzt erstmal schauen, was er uns alles zu zeigen hat. Ah, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen von diesen grässlichen Oh, hallo, bewährte Abenteurerin. Stimmt es, dass deinesgleichen sich jetzt einer der idyllischsten Gegenden Limsa Luminsas breit macht, dem schönsten Dorf des Nebels nordöstlich von hier? Es kann sich nur um einen Scherz handeln. Unser Eins schuftet sein Leben lang und gibt sein Herzblut für diese prächtige Nation. Und dann kommen ein paar ungehobelte Wilde übers Land gesegelt und bekommen das schönste Fleckchen Erde vor die Füße geworfen, das man hier finden kann. Aber sie beschützen uns vor den brutalen Koboldstämmen. Sie kämpfen für uns gegen die Prämie, hört man die feigen Marktweiber sagen. Pah, antworte ich darauf. Pah, ich hoffe ja immer noch, dass es nicht wahr ist und dass das Limsischste aller Dörfer nicht Fremden vom Festland überlassen wird. Warum rennst du nicht los und erforscht das mysteriöse Geheimnis? Löst dieses fantastische Rätsel oder wie ihr Abenteurer eure Botengänge zu nennen pflegt. Na los, ich lasse auch ein paar Gil für dich springen. Nordöstlich von Gockelburg bewacht eine Soldatin den Eingang des Dorfes des Nebels. Sie wird dir verraten, ob es sich bei dieser Ungeheuerlichkeit den tüchtigen Bürgern Limsa Luminsas gegenüber nicht doch nur um einen schlechten Scherz handelt. Okay. Das heißt, die ist direkt hier in der Nähe. Meint er jetzt das? Burgtor? Oder steht die jetzt unten? Ach so, ich glaube, die steht unten. Malstrom-Rekrut? Dum, dum, dum. Ja, wenn, dann steht sie in der Richtung. Ach, da ist sie auch. Okay. Hui! Hallo, ich komme vom Himmel gefallen. Es ist übrigens ein R, glaube ich. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Ich bin Ruegan Lona, Sturmmarinier zweiter Klasse des Malstroms. Wie kann ich dir zu Diensten sein? Das Dorf des Nebels? Ja, dort wird ein Wohngebiet für Abenteurer errichtet. Auf direkten Befehl von Admiral Merlwyb hin. Schließlich hat Limsa Luminsa den treuen Helden und Heldinnen viel zu verdanken. Wir vom Malstrom unterstützen das Vorhaben natürlich. Wir können jede Axt im Dorf gegen die Prämie gebrauchen und kein Ort könnte besser sein als das Dorf des Nebels. Trotz seines Namens hat man von dort aus eine atemberaubende Aussicht auf die Bucht und der ebene Stufenbau lädt einfach zum Häuserbauen ein. Du sollst unbedingt mal im Dorf des Nebels vorbeischauen. Vielleicht gefällt es dir ja so gut, dass du dich dort niederlässt. Ich würde mich jedenfalls freuen. Genaueres zum Grundstückserwerb und zum Häuserbau kann dir die Malstrom-Rekrutin am Gezeitentor im Dorf sagen. Also, auf gute Nachbarschaft. Wohngebiete wie das Dorf des Nebels sind in zahlreiche Bezirke aufgeteilt. Der Auftrag kann in einen beliebigen Bezirk fortgesetzt werden. So, das heißt jetzt, dass ich aber hier durch muss, nehme ich mal an. Genau, dann gehen wir jetzt mal in hier durch. Ach, er ist Stufe 35. Okay. Ich dachte jetzt schon, das wäre ein Gegner. Zwecks Unterkunft einsehen. Ich soll aber hier durch. Ich gehe mal einfach auf Losfahren. Ich gehe mal einfach auf Bezirk 1. Ja, die Ladesequenzen sind doch immer sehr, sehr lang. Oh, sieht aber schon richtig schick aus da. So
Sogar mit Strand und Stadttor. Richtig, richtig schön. So, wir haben das Dorf des Nebels erreicht und dürfen nicht mehr laufen. Jetzt dürfen wir wieder. Mit dir soll ich sprechen. Hallöchen. Willkommen im Dorf des Nebels, Wohngebiet für Abenteurer und Abenteurerinnen. Interessierst du dich dafür, ein Haus zu erwerben? Die Aussicht ist fantastisch. Aber du bist doch auch eine Abenteurerin, nicht wahr? Gewöhnlichen Bürgern Limsaluminsas ist es nämlich nicht gestattet, hier ein Grundstück zu erwerben. Wenn du Mitglied der Am du bist Mitglied der Abenteurergilde, dann hast du ja alle, dann hat ja alles seine Richtigkeit. Oh, ich kann noch nicht mehr lesen. Wenn du mehr über Grundstücke und den Häuserbau wissen möchtest, dann sprich mit dem Unterkunftsbeamtin am Seeblickmarkt. Sie kann dir alles erklären. Seeblickmarkt. Okay, wie komme ich da jetzt hin? Seeblickmarkt. Moment, halt, stopp. Neben mir ist ein Eterit, den Seeblick. Da. Den nutzen wir mal ganz schnell. So, jetzt ist noch die Frage, wo jetzt die ist, mit der ich hier reden soll. Ich soll der wieder Bericht erstatten? Okay. Ja, dann soll ich wahrscheinlich mit ihr hier reden. Oder eigentlich soll es wohl ein Er sein, oder nicht? Gesellschaftsteile ein. Erklärung zur Unterkunft. Ja. So, und das Gleiche hatten wir jetzt natürlich schon mit der Druidin, aber das habe ich nicht hochgeladen. Deswegen versuche ich jetzt mal das zu erklären, was ich bisher schon rausgefunden habe, beziehungsweise was mir erklärt worden ist. Also, man kann hier verschiedene Wohngebiete beziehungsweise Grundstücke aussuchen. Also nicht hier, sondern doch, ich glaube sogar bei der Unterkunftsbeamtin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn man auf der Karte guckt, dann ist das Ganze so ein bisschen unterteilt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche jetzt die sind, die jetzt schon belegt sind. Ich denke mal, die blauen, das sind die, die schon belegt sind. Und die gelben, das sind die, die noch nicht belegt sind. Aber bei Teso beispielsweise, das ist jetzt, ich muss es jetzt damit vergleichen, weil ich das jetzt von keinem anderen Spiel kenne, so mit Housing. Da ist es ja so, dass man ganz normal seine Kronen sammelt und also die man zum Beispiel durch das monatliche Abo für einen Handwerksbeutel und so weiter bekommt. Und irgendwann hat man dann genug zusammengesammelt. Man kann es auch mit Ingame-Gold bezahlen, aber dann hat man keine Einrichtung dabei. Und dann sucht man sich irgendein Haus aus, was man schön findet, was man haben möchte, was man sich leisten kann und kauft das einfach. Das kann jeder machen. Also es können 5 Millionen Leute, sage ich jetzt mal, als Spieler drin sein. Alle 5 Millionen Leute haben das gleiche Haus. Ist alles kein Thema, ist alles fantastisch gemacht. Hier ist es richtig scheiße gemacht bei Final Fantasy. Anders kann man es nicht sagen, weil ich weiß noch nicht genau wo, das hat man mir nicht gesagt, aber man muss irgendwo hingehen, um auf diese Grundstücke zu bieten. Also diese viereckigen. Da sind dann noch keine Häuser drauf, so wie ich es verstanden habe. Nur das Grundstück. Und das ist dann wie ein umgedrehtes eBay-Verfahren. Und zwar fängt das bei einem Preis an. Den Preis muss man auf jeden Fall dann im Inventar haben, also die Gil. Dann kann man mit da reingehen und drauf bieten. Und man muss immer wieder auf, ja, ich möchte bieten, ich möchte bieten, ich möchte bieten klicken. Das kann aber, und das meine ich jetzt wortwörtlich, das ist kein Scherz. Das kann Stunden dauern, es kann über Tage dauern. Also bei einer aus der Gilde, die hat über mehrere Stunden, also über einen kompletten, beziehungsweise sie hat auch mehrere Versuche gebraucht, muss man dazu sagen. Um überhaupt ein Grundstück zu bekommen. Also das ist abartig, wie das in Final Fantasy gemacht worden ist. Weil, ganz ehrlich, also keiner kann es sich leisten, über Stunden wirklich am PC zu sitzen, immer ja, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich, draufklicken. Also das ist völliger Schwachsinn, was die sich da ausgedacht haben. Dann kann man dem, also man muss auch gucken, dass man ein freies Grundstück hier ersteigert. Das kommt auch noch hinzu.
So wie es jetzt auf der Übersichtskarte aussieht, sind die wohl relativ gleich groß. Also das hier scheint ein bisschen größer zu sein. Die 44, die 45 ist wohl so eine Art Villa oder so, nehme ich mal an. Hier ist auch nochmal ein ganz großes Haus, hier auch. Aber die anderen hier, die sind relativ gleich wohl, die meisten. Aber es ist abartig, wie es gemacht worden ist. Und wenn man denn mal das Glück hat, nach Stunden oder vielleicht sogar nach Tagen, indem man draufgeboten hat, es zu bekommen. Weil es kann immer sein, man weiß nie, wann dieses Angebot aufhört. Das hat so einen gewissen Timer drin und bis zu diesem Timer läuft das und der, der das letzte Gebot abgegeben hat, bevor dieser Timer abgelaufen ist, der bekommt dann auch das Haus. Und das ist wirklich, wie gesagt, abartig bescheuert gemacht vom System her. Also ich kenne das aus gar keinem Spiel so bekloppt. Ich habe schon Spiele mit Housing erlebt. Ich habe auch MMOs mit Housing erlebt. Wie gesagt, auch bei Teso ist das wirklich super schön gemacht. Klar, man muss nicht, aber man kann es auch mit Echtgeld bezahlen. Aber ganz ehrlich, da würde ich lieber Echtgeld investieren, als so eine bescheuerte Variante hier zu machen. Wir sind auch aktuell darüber am Nachdenken, ein Gildenhaus anzuschaffen. Und da habe ich direkt gesagt, ich werde aber nicht derjenige sein, der dafür bietet. Also es wäre natürlich sehr, sehr schön, sein eigenes Haus zu haben. Oder auch Besitzer eines Gildenhauses, wie auch immer. Aber ich bin nicht so bekloppt und setze mich da über Stunden oder vielleicht sogar Tage hin, um da drauf zu bieten. Also never ever. Nee, definitiv nicht. Aber bei gegebener Zeit lege ich gerne auch meinen Beitrag mit dazu, dass wir halt das Gold zusammen haben und so weiter. Also das ist kein Thema. Und wenn ich denn so weit bin, dass ich denn vom Level her hoch genug bin, ich meine, ich bin jetzt gerade kurz vor Stufe 10 mit der neuen Main, dann werde ich es definitiv auch so machen, dass ich ja gucke, dass ich dann auch Sachen vielleicht mal herstellen kann oder ähnliches. Oder vielleicht mal, wenn ich selber noch nicht herstellen kann, gucke, dass ich dann die Gegenstände kaufen kann oder vielleicht ein bisschen Geld reinlege, damit man die Gegenstände kaufen kann, wie auch immer. Wie gesagt, wenn das vom Finanziellen her so klappt und wenn das halt möglich ist von meinen Möglichkeiten her als Handwerker. Ich gucke jetzt gerade mal Gegenstandssuche. Nee, das ist ein normales Marktbrett, oder? Es gibt noch Unterkunft. Hier kann man zum Beispiel, sehe ich gerade, Bauelemente kaufen. Sind aber anscheinend 450.000 muss ich bezahlen, um eine Baugenehmigung alleine zu haben. Da will ich gar nicht wissen, wie teuer das Grundstück ist. Baugenehmigung für die Waldhütte. Also, wie ihr seht, es ist schon abartig teuer gemacht. Das ist, hier unten ist sogar 1 Million. Das wird ja immer höher hier. Obwohl das aussieht, als ob das weniger ist, weil das Silber ist. Aber das ist halt noch teurer. Also, es ist wirklich abartig gemacht. Ich weiß nicht, sorry für alle, die schon ein Haus haben, aber ich weiß nicht, wer so bekloppt ist und das mitmacht und da wirklich ein Haus kauft. Ich meine, klar, hat man dann irgendwas, wo man dann sagen kann, ich bin jetzt der Tollste, der Beste, ich habe jetzt ein Haus. Es ist natürlich auch geil gemacht. Also ich denke, man kann auch sehr, sehr viel mit so einem Haus machen. Aber nee, also sorry, aber so bescheuert bin ich nicht. Die kann man nicht auswählen, das heißt, da kann man wohl sich auch nicht hinlegen. Aber hier das mit dem Strand finde ich sehr, sehr schön gemacht auch. Also mir gefällt der Ausblick hier wirklich sehr, sehr gut. Den hat man so meines Erachtens nicht gehabt in dem Dorf, wo die Druidin, wo ich mit der Druidin halt geguckt hatte. Oh, da geht sogar auch so richtig schön das Wasser dann auf die Füße. Ja gut, es ist so halb durchsichtig gemacht, aber gut, Wasser ist nun mal, wenn es sauber ist, halb durchsichtig. Das sieht richtig, richtig klasse aus hier. Ich meine, wir haben jetzt Nacht, da sieht man jetzt das meiste, ja, von der Beleuchtung her aber noch schön. Da hinten, das finde ich total süß irgendwie, dieses Tor, da müssen wir mal ein bisschen näher rangehen von der anderen Seite. Das finde ich irgendwie total genial gemacht mit dem Karfunkel. Also die, achso, sind sogar 2 Karfunkel, sehe ich gerade. Ah, ich finde das total süß. Ich muss da mal kurz ein Bild von machen. Ich finde das total süß, wie die das gemacht haben. Ich denke mal, dass das wohl... Wo bin ich denn hier? Ja, das könnte diese Villa sein, von der ich gesprochen hatte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man diese Karfunkel selber herstellen kann oder ob die da quasi schon drauf sind. Da sind auch Kampfpuppen und sowas drin. Okay.
Sieht so ein bisschen Pokémon-mäßig aus. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt rauf... Ja, raufgehen kann ich. Oh, das ist sehr, sehr schön gemacht hier. Auch das mit dem Briefkasten. Das sieht auch sehr schön aus. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht sind das hier ach, wie nennen die sich jetzt? Damit die Krähen abhalten, diese Puppen von den Feldern. Hier ist eine Trainingspuppe. Ah, hier stehen auch Reittiere. Ich schau mal einfach hinten. Ich möchte jetzt hier niemanden erschrecken, weil ich befürchte, dass das ein Haus ist, was schon bewohnt ist. Allerdings ist das doch blau, habe ich, glaube ich, eben vermutet. Ja gut, hier hinten ist jetzt nichts mehr. Habe ich eben vermutet, dass das wirklich bewohnt ist. Ich möchte jetzt auch nicht reingehen, weil das, wenn das jetzt wirklich bewohnt ist, völlig Fremde wären. Aber allein schon dieser Weg hier mit diesen Bäumen, das habe ich ja bei Teso so geliebt. Diese Bäume, wo was runterfällt, also hier diese Kirschblütenbäume. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch Kirschblütenbäume sind. Es sieht unheimlich, unheimlich schick aus. Und ja gut, die Reittiere, das sind dann auch so Sachen, die man natürlich gerne mit da drin hat. Also man kann sich hier schon ganz, ganz tolle Sachen machen. Und ich würde auch sofort auf den Zug des Housings aufspringen, bin ich ganz ehrlich, wenn das nicht dieses total bescheuerte System wäre mit dem Kaufen. Also wenn man lange warten müsste, viel Geld dafür sparen müsste, das ist alles noch so eine Sache, wo ich sage, okay, das kann ich irgendwo verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich kann es sogar bedingt nachvollziehen, wenn man das Ganze mit Echtgeld bezahlen muss. Wobei, und jetzt kommt noch ein Punkt, den ich vorhin vergessen hatte, was auch noch ganz, ganz, ganz krass ist, ist die Tatsache, wenn man längere Zeit nicht eingeloggt ist. Also ich habe mir sagen lassen, dass man dann wohl eine Erinnerungs-E-Mail bekommt. Wobei, man kann natürlich auch gerade in Urlaub sein und sich dann nicht einloggen, wenn die Erinnerungs-E-Mail kommt. Das ist dann natürlich auch scheiße. Aber wenn man etwas länger wohl nicht eingeloggt ist, ich weiß jetzt nicht wie lange, dann ist es wohl so, dass man alles verliert. Also dann verliert man das Recht auf sein Grundstück und damit ist das ganze Haus weg. Die ganzen Elemente, so wie ich es verstanden habe und so weiter, sind auch alle weg. Und es ist schon asozial genug, wie die das gemacht haben vom System her mit dem Draufbieten. Also wenn ich sowas mache, dann würde ich auf dem Haus bieten. Also würde ich das Geld sparen, auf dem Haus bieten und dann, weiß ich nicht, morgens, mittags, abends dann nochmal reingucken, ist es schon weg, okay, dann nochmal drauf bieten oder so. Ich werde wahrscheinlich da nie eine Chance haben, muss man auch dazu sagen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich kann es mir weder nervlich leisten, noch kann ich es mir zeitlich leisten und beruflich schon mal gar nicht, mich den ganzen Tag, die ganze Nacht hinzusetzen und auf irgendein Grundstück zu bieten, immer wieder dauerhaft wirklich darauf zu bieten, damit ich das bekomme. Also sorry, aber das ist die absolut unterste Schublade, was die Final Fantasy Anbieter sich da ausgedacht haben. Ich kenne es von keinem MMO so. Jetzt muss ich dazu sagen, WoW gab es damals, glaube ich, auch Häuser. Da habe ich mich aber nie drum gekümmert. Also ich weiß noch nicht mal, ob es Häuser gab. Aber ich meine, es gab da auch welche. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie da das System ist, aber ich kenne es persönlich von keinem einzigen MMO oder auch irgendein Spiel, also was man halt online spielen kann mit mehreren, dass man da so ein bescheuertes System hat und ja, von den Menschen im Endeffekt verlangt, sich die ganze Nacht, den ganzen Tag hinzusetzen, immer wieder drauf zu drücken und dann, selbst wenn du das, ich meine, es gibt so Bekloppte, wollte ich gerade sagen, ich werde das jetzt nicht zu laut sagen. Ich hoffe, dass die Leute gerade nicht zuschauen. Aber es gibt wirklich solche Menschen, die das machen und wirklich die ganze Zeit immer nur drauf drücken, ja, ja bieten, ja bieten, ja bieten, so eine Art. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie diese Menschen das machen können. Ich weiß nicht, wie man so abartig denken kann, das überhaupt von jemandem zu verlangen als Anbieter. Und ja, das ist... Ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine Beschwerde-Episode darüber, aber es ist, es geht einfach gar nicht, dieses System. Also, ich weiß nicht, ob mal durch irgendeinen Zufall irgendein Mitarbeiter von Final Fantasy das hier sieht. Wenn ja, bitte tut was. Ihr habt die Möglichkeit, in verschiedenen Instanzen zu spielen. Das heißt, jeder kann sich ein Haus leisten. Jeder kann zum Beispiel aussuchen, wenn man in ein Haus reingeht, was schon besetzt ist. Das ist ja auch
gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn das so programmiert wird, zu sagen, ich möchte zu dem und dem Freund oder ich möchte das Haus ansehen oder kaufen oder wie auch immer, beziehungsweise das Grundstück und dann in eine andere Ebene wechseln. So in der Art haben sie es halt eben auch bei Teso gemacht, dass man quasi die Tür öffnet, man ist in dieser Ebene drin und es ist keiner da. So. Es ist halt nur wirklich eine Ebene für diese Person, die gerade das Haus betreten hat, beziehungsweise das Grundstück. Das ist eine einzelne Ebene. Und genau auf dieser einzelnen Ebene, die dann halt accountbezogen ist, also es ist logischerweise ein Haus für alle Chars auf dem Account. Wobei ich befürchte, dass das jetzt bei Final Fantasy vielleicht auch noch anders ist, weil es ist schon seltsam, dass man jeden einzelnen Char in die Gilde einladen muss und nicht nur den Account, sage ich mal, einladen muss. Das ist schon, ja, auch irgendwie ein komisches System. Aber ich meine, das ist was anderes, das ist ja jetzt nicht das Problem. Aber vielleicht damit gebunden würde das dann auch noch nicht mal Account, sondern Char-übergreifend sein, was natürlich dann noch abartiger wäre, wenn ich jetzt mit jedem Char mich immer noch mal stundenlang oder tagelang hinsetzen müsste, um auf so ein Haus zu bieten. Also ich erwarte natürlich, und das sage ich jetzt klipp und klar, ich erwarte, dass es accountgebunden ist, das Haus, was ich kaufe. Ich erwarte, wenn ich es einmal gekauft habe, dass es mir gehört, dass es nicht weggenommen wird, wenn ich mal eine Zeit lang nicht online bin oder ähnliches. Das erwarte ich einfach von einem Spiel. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, kümmere ich mich um sowas nicht. Das ist dann Ende der Diskussion. Vielleicht mal zwischendurch mal probieren, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Gut, habe ich Pech gehabt. Interessiert mich dann aber auch nicht mehr, weil wer es nicht richtig macht, der muss dann halt eben mit den Konsequenzen leben und damit, dass er die Spieler verärgert. So, ich werde mich jetzt aber nach den ganzen langen Ausführungen wieder auf den Weg zurück machen und weiß schon gar nicht mehr, wohin ich jetzt eigentlich muss. Doch da vorne ist ein Ätherit. Werde gucken, dass ich jetzt den gleichen Weg, den ich hingekommen bin. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie das hieß. Untere Decks, das heißt, Gezeitentor müsste ich dann rein theoretisch hin. Ich werde gucken, dass ich dann dahin reise und dass ich dann wieder zurückreise zur Questgeberin und wir uns dann da gleich wiedersehen. Da bist du ja wieder. Und hat sich die Sache wie erwartet als Scherz herausgestellt? Hat es nicht? Ich wittere Verrat. Ausländische Gesichter, Gewänder, Geschäfte. Nicht mehr lang und wir werden unser geliebtes Limsa Luminsa nicht wiedererkennen. Um mich zu beruhigen, genehmige ich mir erstmal eine dieser köstlichen kridanischen Tomatenpasteten. Oder ein paar uldanische Krumpets. Die sind sagenhaft. Ein Ischgarder Schneekuchen wäre auch nicht verkehrt. Warum nicht direkt alles zusammen? Okay, den Auftrag haben wir jetzt erstmal abgeschlossen und er will nicht, dass ich mich drehe. Wieso will er nicht das Teleport ins Dorf des Nebels freigeschaltet? Sehr schön, weil das dann nämlich heißt, dass ich dann nämlich auch wirklich, hoffe ich zumindest, demnächst mit einer aus unserer Gilde in dieses Gebiet reisen kann. Die hat dort nämlich ein Haus und das Ganze würde ich nämlich gerne aufnehmen. Das hatte ich eigentlich schon versprochen mit der Druidin, aber ich glaube, das habe ich jetzt, ja, wie gesagt, nicht hochgeladen. Die möchte mir dann gerne mal ihr Haus zeigen und ich hoffe, dass sie dann auch so die ein oder andere Sache dazu erklärt. Was man wie, wann, wo vielleicht selber machen kann. Und einige Fragen habe ich auf jeden Fall, die mir auf der Seele brennen. Ob ich da gewisse Entwürfe für brauche, wenn ja, wo ich die finde, ob man die farmen kann und solche Sachen halt. Also ich kenne es von Teso nur so, wenn man irgendwas bauen möchte, muss man Entwürfe haben. Die kann man entweder kaufen oder selber in irgendwelchen, also zufällig als Zufallslot in irgendwelchen Verliesen oder ähnlichen bekommen. Und ja, vielleicht ist es jetzt hier ähnlich gemacht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und natürlich würde es mich stark interessieren, wie das Haus aussieht, wie es eingerichtet ist und so weiter. Und ja, wo man vielleicht alles mit rumspielen kann in dem Haus. Also wo man alles mit interagieren kann. Ja, es tut mir leid, dass jetzt vorhin so ein bisschen, ja, das Ganze zu einer Art Meckerfolge ausgeartet ist. Aber also, wie gesagt, ich persönlich finde es eine Abartigkeit an sich, so ein System anzubauen. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Wenn sie irgendwo Performance verbessern wollen, dann bitte nicht auf Kosten
das Niveau des Spiels, beziehungsweise bitte nicht auf Kosten der Spieler. Es geht halt auch anders. Ich sag mal, wie gesagt, bei Teso kann jeder jedes Haus kaufen und es ist sogar egal, ob alle, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 5 Millionen Spieler von Teso, ob jetzt jeder das gleiche Haus hat und jeder jedes Haus hat. Das ist absolut egal. Auch jeder kann auch das Haus anders eingerichtet haben und alles. Also das ist alles kein Problem, kein Thema. Es ist nur eine Sache der Programmierung. Das weiß ich, das kenne ich so und nicht anders. Und ja, ich würde es mir halt wirklich, wirklich wünschen, dass die bei Final Fantasy auch mehr auf die Spieler eingehen. Weil, wie gesagt, wenn man Dinge spielerunfreundlich macht, dann vergrault man die Spieler halt oder die Spieler interessieren sich halt nicht für diesen Teil, wie jetzt in dem Fall den Housing-Bereich, weil, sorry, keiner ist so bescheuert und oder nicht oder nur ein ganz kleiner Prozentsatz, sage ich mal, wäre höchstens so bescheuert und setzt sich da stundenlang oder tagelang hin und klickt dann immer auf, ja, ich möchte bieten. Also, sorry, aber ist nun mal so. Wenn ihr das anders seht oder ja, je nachdem, wie ihr das seht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Meinung freuen. Ich würde da auch gerne so ein bisschen drüber diskutieren, wenn ihr noch mehr Hintergrundinformationen habt bezüglich der Grundstücke, ja, bieten, kaufen, Häuser bauen und so weiter, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Tipps habt, falls ich doch mal irgendwann in geraumer Zeit weit, weit in der Zukunft mal dazu komme, doch ein Grundstück zu ergattern, dann ja, könnte mir auf jeden Fall jede Kleinigkeit helfen. Wie gesagt, ich fände es richtig geil, sowas zu machen, sowas zu haben, aber ich werde es definitiv nicht drauf anlegen, nicht solange dieses Beat-System so bescheuert gemacht ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.